Hallo, heute mal ein Video über das Funke W19. Das W19 ist ein Röhrenprüfgerät. Dieses habe ich mir ungefähr 2001 als erstes Röhrenprüfgerät gekauft. Das ist bei mir etwas in die zweite Reihe abgerutscht, nachdem ich 2006 auf den Neuberger umgestiegen bin. Trotzdem habe ich es noch in meinem Besitz. Und ich würde es gerne vorstellen und ein bisschen die Problematik beschreiben, die damit einhergeht. Auch ist es sehr beliebt bei Internetauktionen. Sehr viele Röhren, die verkauft werden, werden als B19 getestet, verkauft. Und sehr oft gibt es dort Schmuh, weil ein kleines dezentes Detail unterschlagen wird. Nämlich der Funke ist nicht ausgelegt für die aktuelle Netzspannung von 230 Volt, sondern wird meistens auf der Netzspannung von 220 Volt betrieben, wie es damals konstruiert wurde. Und somit liefert es zu hohe Ergebnisse. Das werde ich gleich vorstellen im Video. Das ist aber jetzt kein Diss, sondern wie gesagt eine reine Vorstellung des Gerätes mit ein bisschen Hinweisen, was die Problematik ist, beziehungsweise wie es bedient wird. Also viel Spaß! Das ist das Funke W19 von außen. Der Vorbesitzer hat es ein bisschen ramponiert. Also man sieht deutliche Transport- und Lagerspuren. Das ist der Warmgerätestecker. Das ist die Rückseite des Funkes. Zuerst eine kurze Erklärung des Aufbaus der Testplatte. Zum einen natürlich das Messgerät. Hier jetzt nicht irritieren lassen, dass es bereits einen Ausschlag gibt. Das liegt daran, dass das Gerät zurzeit gerade um ungefähr 70 Grad gekippt steht. Das Funke W19 ist ausgelegt für einen Betrieb auf senkrechter Unterlage. Dann natürlich die obligatorischen Messkarten. Wobei bei Funke sind grün die Karten für indirekt geheizte Röhren und gelb die Karten für direkt geheizte Röhren. Natürlich die verschiedenen Fassungen für die Röhren. Hier kommt jetzt die Besonderheit des Funkes zum Tragen, und zwar die Heizung ist nicht steckbar. Das heißt, die Heizung ist fest vorgegeben durch Verdrahtung. Aus diesem Grund gibt es auch jeweils mehrere Röhrenfassungen für dieselbe Röhre. Also zum Beispiel die Miniaturfassung gibt es zweimal, sowohl die Oktalfassung gibt es zweimal für die verschiedenen Heizspannungen, also die Anschlüsse der Heizspannungen. Das hier ist British Octal. Wenn ich eine Röhre habe mit anderen Anschlüssen der Heizung, bin ich gezwungen, einen Adapter zu benutzen. Das ist einer der Nachteile des Funkes, dass halt die Pinbelegung, also die Stiftbelegung der Röhren, nur in sehr engen Ausmaßen geändert werden kann. Dann gibt es natürlich die verschiedenen älteren Röhrenarten, also sprich die fünfpolige Postsockel und der siebenpolige Postsockel. Die Röhren für die meisten Patronenröhren der Wehrmacht, also der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Den neunpoligen Loctalsockel. Der Hexoden- und Binodensockel. Die vierpoligen US-Röhren. Natürlich der Rimlocksockel und der Novalsockel. Wobei Novalsockel, wie gesagt, hier festgelegt ist auf die Heizung, auf die Pins 4 und 5.
Das ist der Prüfschalter zum Durchschalten der einzelnen Messpositionen. Die wichtigsten Prüfungen sind natürlich Position 1, das ist die Heizfadenprüfung. Position 2 ist der Heizfaden gegen Kathode. Das ist natürlich nur dann sinnvoll bei direkt geheizten, Entschuldigung, bei indirekt geheizten Röhren. Position 4 ist Kathode gegen Anode. Position 5 ist Kathode gegen das Schutzgitter, also das zweite Gitter. Die Position 6 ist Kathode gegen Steuergitter. Position 7 ist Kathode gegen gegen die zweite Anode bei Gleichrichterröhren, also Zweiweg-Gleichrichterröhren. Position Nummer 8 ist das Gitter gegen das bremste Schutzgitter. Und Position 9 ist das Gitter gegen die Anode, also das Steuergitter ist hiermit gemeint. Und Position 10 ist das Schutzgitter gegen die Anode. Position 11 ist der Test der zweiten Anode bei Gleichrichterröhren. Position 12, Entschuldigung. Position 11 ist der Test der zweiten Anode bei Gleichrichterröhren. Position 12 ist der Test bei 0 Volt Gitterspannung. Und Position 13 ist der Test bei der eingesteckten Gitterspannung. Also damit wird die Prüfwirkung getestet. Und Position 14 prüft, ob das Vakuum okay ist. Die Vakuumprüfung besteht darin, dass halt in das Steuergitter ein hochohmiger Widerstand eingeschliffen wird. Und beim Idealfall gibt es keine Änderung, weil natürlich am Gitter kein Strom fließt. Und somit gibt es auch keinen Spannungsabfall. Sollte aber das Vakuum nicht mehr ganz korrekt sein, fließt zwangsweise ein Gitterstrom. Und somit wird über einen Widerstand ein Spannungsabfall erzeugt, der natürlich dann an Änderungen des Stroms am Messgerät zu sehen ist. Die Messkarten des Funke W19 sind so ein bisschen, was soll ich jetzt sagen, der Zankapfel. Weil das Problem ist, diese Karten sind nicht sortiert nach Name, sondern sie sind nach Nummer sortiert. Das ist zum Beispiel jetzt eine Testkarte für die ECC83, für ein System der ECC83. Das ist die Karte für das zweite System. Und das ist eine Karte für die Poströhre CE. Und es fällt auf, dass dort Nummern vergeben sind. Und diese Nummern sind irgendwie bildvergeben, es gibt keine Systematik. Und man ist gezwungen, das Handbuch zu benutzen, in dem die Nummern aufgeführt sind, zu welcher Röhre welche Nummer gehört. Und das sieht in der Praxis so aus. Ich hoffe, das geht jetzt beim Fokus. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wie schon gesagt, auf der Videobeschreibung ist der Download-Link für alle Messkarten, die ich besitze. Funke war bekannt für seinen Stress mit den Messkarten und dem Nummernsystem. Deshalb waren die wichtigsten Röhrennummern im Deckel des Funkes auch schon mal aufgeführt, dass ich somit die Röhren griffbereit hatte, die Röhrennummern, ohne auf das blaue Handbuch zurückzugreifen. Diese Tabelle wurde genauso wie die Messkarten regelmäßig ausgetauscht, auch um Fehler zu korrigieren, weil die Messkarten von Funke sind auch bekannt für ihre dauernden Fehler. Und diese besagte Karte konnte einfach ausgetauscht werden und eingeklebt werden. Somit hat man immer das jeweils aktuelle Material gehabt. Über den Sinn und Unsinn des Nummernsystems von Funke kann man sich jetzt streiten. Also wie gesagt, ich hätte jetzt zum Beispiel
die AZ-12 nicht unter der Karte 245 gesucht, sondern unter AZ-12. Aber wie gesagt, das ist der Innenaufbau des W19. Zu sehen ist unter anderem der Netztransformator. Dieser hat, wie gesagt, die Möglichkeit, auf Spannungen eingestellt zu werden von 110 Volt, 125 Volt, 150, 220 und 240 Volt. Das ist die AZ12 als Gleichrichterröhre. Das ist die Verkabelung der Röhrenfassungen. Das ist die Stabilisierungsröhre GR150A. Das ist die einzigste Spannung, die im Funke stabilisiert ist, nämlich die Gitterspannung, die Anodenspannung und ist komplett unstabilisiert. Das ist übrigens der Deckel des W19. Das ist eine Sperrholzplatte. Hier ist der Wahlschalter zu sehen für die Tests auszuwählen. Nochmal Detailaufnahme der Konfiguration des Transformators sowie die aufgesetzten Wicklungen. Das Funke ist in dem Zustand, wie ich es bekommen habe. Das sind die verschiedenen Leistungswiderstände, um die Spannungen anzupassen. Und es gab noch eine beliebte Modifikation. Und zwar die AZ12 wurde oft ausgetauscht durch einen Selen-Gleichrichter, der die AZ12 ersetzen kann. Die ist aber relativ groß. Jetzt hier mal im Vergleich zur AZ12. Hoppla. Es ist schwierig, einhändig die Röhre rauszuziehen. Die sitzt ziemlich fest. Okay, ich lasse es bleiben. Mit einer Hand klappt es wohl nicht. Auf jeden Fall, ich wollte nur demonstrieren, der Größenvergleich zwischen Selen-Gleichrichter und der AZ12. Ansonsten gibt es zur Elektronik selbst eigentlich relativ wenig zu sagen. Einer der größten Nachteile ist halt, dass die Anodenspannung halt nicht stabilisiert ist und nicht nachgeregelt werden kann. Die GR150 fungiert auch als Einschaltkontrolle, weil das Klimmleuchten ist im Netz, im Messgerät zu sehen, durch ein Fenster, nämlich das ich jetzt hier versuche zu zoomen.
Das hier. Und das ist direkt über dem der Zündanode der Gleichrichterröhre. Die ist etwas kooperativer. Das ist die GR150. Das ist auch eine relativ gesuchte Röhre, da natürlich die Lebensdauer der Originalröhre nicht ewig ist. Das ist ein normaler vierpoliger Europasockel. Kommen wir mal zur Konfiguration des W19, das der größte Kritikpunkt war. Da die Spannungen nicht frei vergeben werden können, sondern halt nur Festspannungsquellen zur Verfügung stehen. Angefangen mit der Heizspannung. Die Heizspannung war die Summe aus zwei Wicklungen des Transformators. Die mussten entsprechend dann addiert werden, um halt die passende Heizspannung zu erhalten. Als Beispiel die gezeigte BA hat laut Datenblatt 3,5 Volt Heizspannung, aber wird auf dem Funke mit 3,3 Volt getestet, weil ich mit dieser Konfiguration halt am nächsten zur 3,5 Volt ankomme. Der Messbereich des Ampermeters von 250 bis 1 Milliampere. Die Gleichspannung für die Anode von 10 Volt bis 200 Volt. Die Wechselspannung für die Anode für Gleichrichterröhren von 10 Volt bis 150 Volt. Die positive Spannung für das Schirmgitter von 10 Volt bis 150 Volt. Jetzt wird natürlich gefragt, ja, wo ist denn das Steuergitter? Das Steuergitter ist fest verdrahtet. Das ist auf der Position 12 bei 0 Volt und auf der Position 13 auf minus 2 Volt. Diese Werte sind nicht zu ändern. Genauso wie gesagt, die Position der Heizfäden sind auf den Fassungen fest vorgegeben. Und wenn ich eine Röhre benutze oder testen möchte, die eine andere Konfiguration hat, bin ich gezwungen, einen Testadapter zu benutzen. Das sind so die Einschränkungen des Funkes, dass halt sowohl die Röhren selbst nicht frei beschaltet werden können, als auch die Spannungen nicht frei wählbar sind. Dieses Manko wurde erst mit dem Funke W20 behoben, das halt sehr viel mehr Möglichkeiten hat zur Konfiguration. Was ich auch noch, glaube ich, nicht erwähnt habe, wo kommt dieser rote Pin her? Mein Vorbesitzer hat den Pin wohl verschludert und das ist der Pin des Funke W16. Das hatte rote Pins. Die sind aber identisch aufgebaut. Bei der amerikanischen Fassung fehlt leider der Rahmen, der ist abgebrochen. Ein kleiner Nachtrag, die Kamera stand ungefähr 15 cm über meiner Kopfhöhe und das ist der besagte rote Pin, von dem ich gerade gesprochen habe. Der stammt aus dem Funke W16. Noch einige Detailaufnahmen. Das hier ist wie gesagt der Wahlschalter für die Tests.
Das ist das Messgerät. Wie gesagt, der Zeiger schlägt nach links aus für Fehlerindikator. Das sind die Messkarten und noch nicht gezeigt. Es gibt einen Schuber, um entnommene Messkarten zu markieren, dass ich sie wieder zurückstecken kann im Stapel, ohne sie neu suchen zu müssen. Als kleines Gimmick gibt es beim Neuberger übrigens auch. Das ist alles nur geklaut. Ansonsten die Fassungen. Man sieht, dass natürlich die Nobel-Fassung eines der am stärksten benutzten Fassungen ist. Das ist die Rimlock-Fassung, British Octal, amerikanische vierpolige, eine der Octal-Fassungen, amerikanische 5- bis 7-polig, die Europaröhre für 3, 4 und 5 Pins, der 8-polige Außenkontakt, der Binodensockel, der Stahlröhrensockel, wobei 10-polige Stahlröhren können nicht getestet werden, die müssen über einen Adapter benutzt werden, da nur bei der Stahlröhre die ersten 8 Pins angeschlossen sind, der 5-polige Außenkontaktsockel, wieder ein Oktalsockel, der Binoden- und Hexodensockel und der zweite Miniatursockel. Und oben natürlich die 9-polige Loctal-Fassung. Wobei es interessant ist, wieso gerade die 9-polige Loctal-Fassung verbaut wurde, weil die eigentlich relativ ungewöhnlich war. Sie wurde nur benutzt bei einigen Senderöhren und der EL60. Die EL60 ist der Vorgänger der EL34. Das ist dasselbe System, aber halt die EL60 ist halt der 9-polige Loctal-Sockel, während die EL34 der bekannte 8-polige Octal-Sockel ist. Das ist die Patronenfassung für die meisten Wehrmachtsröhren. Die Postsockel bei 5-polig und 7-polige Röhren. Der weiße Punkt markiert die Ausrichtung der Röhre. Und zum Schluss noch eine andere Poströhre, müsste die F2A sein. Das ist die Sicherung. Und eine kleine Sonderfunktion im Funke war ein Überträger eingebaut, mit dem ich die Röhre auf Kratzgeräusche testen konnte, also Mikrofonie. Wenn ich die Röhre mit einem Gummihämmerchen leicht angetatscht habe, konnte ich damit auf dem Lautsprecher das Klirren der Röhre hören und somit feststellen, ob die Röhre mikrofonieanfällig war. So, prüfen wir mal eine direkt geheizte Röhre, da sich mein letztes Video über die Poströhren AA und BA handelte. Nehmen wir jetzt mal eine BA als Testobjekt. Zuerst muss ich die Kontakte stecken. Da ich die Spannungen nur grob einstellen kann, sind die Prüfdaten Heizspannung 3,3 Volt statt 3,5. Die Anodenspannung ist 150 Volt und der Steuergitter wird mit minus 2 Volt betrieben. Jetzt fehlt noch was.
nämlich die Röhre. Hier ist zu beachten, dass hier die Markierung ist. Die Markierung auf dem Funke ist hier. Also beide Markierungen sollten übereinstimmen. Es ist natürlich möglich, die Röhre verdreht einzustecken. Darauf ist zu achten. Und jetzt gehen wir die Testprozedur durch. Also zuerst den Heizfahrtentest. Es ist kein Kurzschluss. Das Funke gibt Ausschluss über eine Fehlfunktion, indem der Zeiger nach links ausschlägt Richtung F. F wie Fehler. Dann die zweite Position. Die Röhre heizt jetzt auf. Ist leider jetzt in der Kamera nicht zu sehen, weil die Röhre zu groß ist, aber sie heizt wirklich. Jetzt gehe ich in die nächste Position. Es treten keine Fehler auf. Gut, Position 11 ist nicht belegt, weil es gibt keine zweite Anode. Und das ist jetzt der Betrieb mit 0 Volt Gitterspannung. Das Instrument schlägt aus auf ungefähr ein bisschen mehr als 4,2 Milliampere. Ist somit im Gutbereich. Ich prüfe auch Steuerwirkung. Der Zeiger geht zurück, das heißt die Anode, der Anodenstrom sinkt. Also das Gitter funktioniert. Und der Ausschlag von Position 13 zu 14, also die Vakuumtestung, ist nur geringfügig. Das heißt, das Vakuum, ist noch okay, beziehungsweise im Gutbereich. Es gibt kein hundertprozentiges Kriterium, um wie viel sich der Anodenstrom ändern soll. Die Hauptfaustregel ist, dass der Zeigerausschlag nur geringfügig sein soll. Was jetzt geringfügig ist, ist halt geringfügig. Punkt, Punkt, Punkt. So, und natürlich, ich habe es vergessen zu zeigen, die Betriebsspannung des Funkes ist auf 220 Volt, was ja der kleine Trick ist, wie man mit dem Funke den Anodenstrom etwas faken kann, ohne die Messeinstellungen zu ändern. Da komme ich aber zum Schluss des Videos nochmal drauf. So, die BA funktioniert. Jetzt machen wir mal einen Test einer indirekt geheizten Röhre. Das ist die BA im Betrieb. Das ist jetzt mit der Handkamera. So, testen wir noch eine indirekt geheizte Röhre. Ich nehme als Beispiel einen Klassiker, nämlich wie sollte es anders sein? Na, die ECC 83. Stecke entsprechend die Messkarte. So, die Testdaten sind 150 Volt Anodenspannung und minus 2 Volt Gitterspannung im angesteuerten Zustand. Etwas fehlt noch, nämlich die Röhre selbst. So, gehen wir mal durch. Die Röhre hat keinen Kurzschluss. Heizung funktioniert. Dass die Heizung nicht funktioniert, kann ich jetzt dadurch testen, indem ich die Röhre rausziehe und nochmal zurückgehe.
Jetzt sehe ich kurz einen Ausschlag auf den negativen Teil. Der signalisiert, es ist ein Fehler vorhanden. So, Röhre steckt wieder. So, Position 11 ist natürlich sinnlos, weil es gibt keine zweite Anode als Gleichrichterröhre. Position 12 misst jetzt mit Gitterspannung von 0 Volt. Und die Röhre ist getestet auf ein bisschen mehr als 3 mA. Ich sage jetzt mal 3,1. Steuerwirkung ist vorhanden, geht auf fast 0 zurück. Und der Test des Vakuums ist ein minimalster Ausschlag, also das Vakuum ist noch sehr gut. So, jetzt fehlt noch ein Röhrentyp, nämlich die 2W-Gleichrichterröhre. Und bei der erkläre ich noch gleichzeitig, wie ein kleiner Fehler viel Geld bringen kann. So, als letztes eine 2-Weg-Gleichrichterröhre. Ich habe jetzt wahllos in die Sammlung gegriffen und eine AZ12 rausgesucht. Eine AZ12 von Telefunken. Wie gesagt, das war jetzt wahllos. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie funktioniert oder nicht funktioniert. Ich stecke jetzt erstmal das Steckbrett. Dann kommt noch ein kleiner, dezenter Kommentar. Die Stifte stecken sehr stramm im Funke. So, und zwar, ich habe die ganze Zeit nicht erwähnt, mit welcher Netzspannung ich arbeite. Nämlich über Stelltransformator auf 220 Volt Netzspannung. Das Funke ist nur ausgelegt für 240, 220 oder 120 Volt. Wir haben in Mitteleuropa einheitlich 230 Volt. Und das verfälscht die Messung etwas. Da komme ich gleich dazu. Jetzt erstmal den Test der Röhre im den Originalzustand. Gibt keinen Bruch des Heizfadens. Die Röhre hat keinen Kurzschluss. Und bringt auf dem ersten System ungefähr 155, 160 mA. Und auf dem zweiten System etwas weniger. Das heißt, die Röhre wurde vom Vorbesitzer nicht gleichmäßig belastet. Also hier ist System 1. Oder System 2, den hatten wir überzählt, mit ungefähr 100, ja, ein bisschen mehr als 100, 155 und das andere System mit 120 ungefähr. Dieser Stift hier hat keine elektrische Funktion, sondern der, wo ist mein, hat, der lässt hier einen Stift raus, dass ich den Drehschalter nicht auf die Position 13 stecken kann, weil es gibt kein Steuergitter und auch keine Vakuumprüfung, da es kein Steuergitter gibt. Elektrisch hat er, wie gesagt, keine Funktion, es ist nur rein eine mechanische Funktion. So, wo ist jetzt der Gag?
Und zwar der Gag ist, dass ich Tests zwar mit den Originaleinstellungen des Funkes mache, aber ich habe eine Netzspannung von 230 Volt. Wenn ich jetzt gleichzeitig das Messgerät betrachte, ich hoffe, bei der Kamera funktioniert das, sowohl die Netzspannung als auch der Anodenstrom. Sehe ich, dass die Röhre auf einmal einen wesentlich höheren Strom liefert. Wieso ist das so? Das ist ganz klar, weil da der Transformator auf 220 Volt gewickelt ist, wenn ich jetzt bei 230 Volt Netzspannung natürlich höhere Werte rauskommen, genauso werden jetzt auch die Röhren mit höheren Werten geheizt. Es sind jetzt keine 4 Volt in der AC12, sondern 4,1 irgendwas Volt, was natürlich zu höheren Emissionen führt. Das gilt natürlich auch für die Gleichrichterröhre im Gerät, weil im Funke ist auch eine AC12 als Gleichrichterröhre. Und was auch das andere System misst jetzt natürlich wesentlich höher. Ich habe jetzt hier ungefähr, sagen wir mal, ungefähr 180 Milliampere. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf die 220 Volt, bin ich wieder bei ungefähr 160 Milliampere.